Bei der Rasterkraftmikroskopie, kurz AFM, Atomic Force Microscopy abgekürzt, hat man eine sehr, sehr feine Spitze, mit der man die Oberfläche abrastert. Die Spitze, auch Tipp genannt, hängt an einem Hebel, Cantilever genannt. Ein Laser vermisst die Position dieses Hebels und nach dem Abrastern der Oberfläche wird das Signal zu einem Bild aufgebaut. Moderne Rasterkraftmikroskope sind so klein, dass sie problemlos mit einem optischen Mikroskop kombiniert werden können. Der Vorteil der Rasterkraftmikroskopie ist, dass man an der Luft arbeiten kann. Man braucht kein Ultrahochvakuum. Man kann in verschiedenen Medien arbeiten. Diese Methode ist sehr universell anwendbar. Hier sehen wir einen Cantilever mit Tipp. Hier etwas größer, herausvergrößert. Entscheidend für die Auflösung des Rasterkraftmikroskops ist der Radius der Spitze, der hier im Nanometerbereich liegt. Hier haben wir zum Beispiel eine AFM-Aufnahme von Latexpartikeln auf einer Polypropylenträgerfolie. Wir erkennen die rundliche Form dieser Partikel. Sie sehen, dass die Z-Auflösung im Nanometerbereich liegt, während die X- und Y-Auflösung im Mikrometerbereich liegt. Hier haben wir einen optischen Datenträger, eine CD, mittels AFM vermessen. Wir erkennen die Pits als andersfarbige Strukturen als die Lands auf der CD. Wenn wir mit der Rasterkraftnadel entlang dieser Linie fahren, dann können wir das Tiefenprofil einer CD vermessen und zum Beispiel die Güte des Produktionsprozesses damit kontrollieren. Die Auflösung eines AFM geht bis in den atomaren Maßstab. Wir können damit quasi Moleküle sehen oder besser Moleküle ertasten. Wir können zum Beispiel Makromoleküle auf einem Substrat vermessen. Wir sehen, dass bei pH 3,89 die Moleküle etwas gestreckt vorliegen. Bei Veränderung des pH-Wertes bildet sich eine etwas knäuelförmige Struktur. Hier haben wir Penta-10, so wie wir es aus dem Molekülbaukasten kennen. Und wenn wir uns das Penta-10 ansehen, mittels AFM, dann sieht das tatsächlich von der Struktur her aus wie unser Modell. Für derartige AFM-Aufnahmen muss man die Spitze chemisch modifizieren. Man adsorbiert gewisse Sondenmoleküle an die Spitze, sodass sie sensibel sind, zum Beispiel für Elektronendichten oder Azilitäten. Man hat dann nicht mehr eine Rasterkraftmikroskopie, sondern eine Raster-Elektronendichte-Spektroskopie oder Raster-Azilitätsspektroskopie. Auf molekularer Ebene lassen sich diese Eigenschaften entlang einer Oberfläche abrastern. Wir können die Spitze auch nutzen, um Lithografie zu betreiben. Wir können mit dieser Spitze Strukturen ätzen in Oberflächen, zum Beispiel indem wir diese Spitze heizbar gestalten und können dann zum Beispiel diesen Nanoberg in ein Material hinein ätzen. Eine weitere Größe, die wir messen können mittels der Sondentechnik, ist die Austrittsarbeit. Eine elektrische Größe, die sehr viel Einfluss zum Beispiel auf die Korrosionsbeständigkeit hat. Hier nutzen wir das Prinzip von Kelvin. Wenn wir zwei verschiedene Metalle haben, die wir kontaktieren, so werden sich die Fermi-Niveaus in diesen beiden Metallen
auf ein Level bewegen, was aber bedeutet, dass das eine Metall negativ geladen, das andere positiv geladen wird. Wenn wir die Messsituation so gestalten, dass wir die beiden Metalle beweglich gestalten und ineinander schwingen lassen, dann wird sich in diesem geladenen Zustand ein Strom, ein Wechselstrom, induzieren, den wir messen können. Wir können nun diesen Wechselstrom auf Null zurückführen, wenn wir die Ladungen hier eliminieren mit einer äußeren Spannungsquelle. Wenn wir das getan haben, haben wir ein Maß für die Unterschiede der Auftrittsarbeiten Phi A minus Phi B. Das ist das Prinzip eines Kelvin-Schwingers. Zwei Metalle, die in kleinem Abstand gegeneinander schwingen und die dann keinen Wechselstrom mehr erzeugen sollen. Wir können mit so einem Kelvin-Schwinger zum Beispiel ein Werkstück untersuchen hinsichtlich des Redoxpotentials und können dann auch Korrosionseffekte sehen unter einer isolierenden Schutzschicht. Wir können mit einem AFM auch Elastizitätsmessungen machen. Wir nähern dazu unsere AFM-Spitze der Oberfläche, messen die Kraft und entfernen die Spitze wieder von der Oberfläche, messen ebenfalls die Kraft. Die Kurven, die wir dann erhalten, können wir auswerten, können das Elastizitätsmodul oder Aussagen über die Viskosität treffen. Wir können die Oberfläche eines Materials abrastern und jeweils die Härte an den verschiedenen Stellen messen. Eine Nadel an einer Feder rastert eine Oberfläche punktweise ab. Aus der auf die Nadel wirkende Kraft oder eine andere physikalische Größe wird ein Bild der Oberfläche erzeugt. Wir haben einen Scanbereich im Mikrometerbereich, die Auflösung liegt im Nanometerbereich. Wir brauchen eine gewisse Zeit, um einen kompletten Scan herzustellen, etwa 1 bis 20 Minuten. Die Geräte liegen im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Messung funktioniert in verschiedenen Medien, in Luft und Wasser. Allerdings muss man Störungen durch Vibrationen, statische Aufladung, thermische Ausdehnung ausschließen.